So, hallo, ich begrüße euch zu einem, ja, weiß ich noch gar nicht, jetzt ist die Musik wieder ein bisschen lauter geworden, Moment, Hilfe. Zu einem Level-Hack? Ne, es ist ein Level, ne? Oder ist es ein Hack? Es ist ein kleines Levelchen, Ne, ja. stimmt, es ist ein Entry, es ist, ja, genau. Von dem QLDC-Contest. Was heißt QLDC? QLDC heißt Questionable Level Design Contest. Oh, question. Okay, ich verstehe. Das heißt, jetzt komme ich hier gleich fragwürdig. Ja, stimmt, hast du mir schon mal erzählt. Richtig. Ja. Das heißt, Der fand, ich kann mich genau, gleich auf Dinge einstellen, die bewusst fragwürdig sein sollen. Das heißt, ich darf nicht kritisieren, sondern es muss blöd sein. ja, Oh je. dieser Okay. fand im Sommer letztes Jahr statt. Das ist schon ein Jahr her. Okay. Und ja, mal sehen, wie du dich da schlägst. Will man dann mit diesem fragwürdigen Design auch wirklich den Spieler ärgern oder soll es einfach nur fragwürdig sein im Sinne von komisch? Ja, also beides. Okay. A oder B? Ja. Okay, Ja. let's go. Gut. Na dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was mir da entgegengeworfen wird. Das Level heißt Slithering Capitalism. Aha. Okay, ich darf auch nirgendwo anders Und hinlaufen. Das heißt. ich empfehle dir, also ich sag's jetzt schon, ich empfehle dir, nach jedem Raum ein Safe State zu setzen. Nur nach jedem Raum, okay. Gut. Ja. Na dann Das ist schauen wir schon Sinn. mal, ob ich das nur für jeden Raum schaffe. L und R Reset, ist das tatsächlich richtig? Okay. Dürfte man, wäre das schon ein Bonuspunkt, wenn man damit auch trollt, sodass L und R einfach einen umbringt und nicht resettet? Ja. Okay, aber du hast tatsächlich einen Reset gemacht, gut. Du solltest Safe States machen, weil es gibt in diesem Level einen Bug, den ich nicht gefixt habe. Wenn du 255 Mal den Raum resettest oder stirbst, dann fängt das ganze Level von vorne an. Okay. Ja. Das heißt, weil du gerade diese 255 bringst, ist das nicht auch die Zahl, wie man, wenn man durch die Röhre, dass man dann diesen Warp irgendwie macht? Genau, also diesen Wraparound oder wie das irgendwie Genau, heißt. das ist praktisch dieser. Okay, das heißt, der Ja. Reset ist, wie wenn ich durch eine Röhre gehe und im Rollover. Raum wieder rauskomme. Ja, Ah, ich Rollover oder verstehe. Was ja der. in. Oh, das habe ich schon mal schlecht. Okay, ich. Gut. Ja. Jetzt hast du noch 254 Versuche, ich weiß nicht. Ach so, wenn ich sterbe, ist das auch ein Reset. Ja. Okay, I see, I see, I see. Ja, und das hier das ganze Gimmick vom Level, wirst du dann schon alles Na sehen. gut, aber das heißt praktisch in dem Moment, wo das passiert, kann ich auch einfach kurz rewinden und bin wieder an der normalen Stelle. Ja. Okay, sehr gut. Oder Safety Dann setzen. bin ich ja. Oh Gott, es ist also nur mit dieser Snake, ja. Ja. Okay. Ach so, und okay, jetzt verstehe ich. Jetzt würde ich resetten und hätte jetzt noch zwei. Also hätte jetzt schon zwei Versuche verwurstelt. Ja, Okay. es gibt einen Fix für diesen Bug, aber den Bug habe ich vollkommen vergessen, dass er existiert. I see. Okay, ja, dann machen wir es wirklich mit State, aber. Genau. Ja. Dann habe ich das verstanden. Man könnte denken, das sind voll viele Versuche, aber nee, den Judges ist es schon passiert. Ein paar Ja, vor Mal. allem, wenn du halt hier einen kleinen Fehler machst, du bleibst da ständig hängen. Ja. Und dann ist das, ja. Aber gab das dann Abzug, dass du es nicht gefixt hast? Oder haben die gesagt, okay, das ist nicht so leicht zu fixen, das kann auch die Community nicht so gut und das darf man dann nicht erwarten oder so? Keine Ahnung, weiß es ja nicht. Also, nein, denn es gab nicht so die traditionelle, das traditionelle Ranking, sondern eher, wie ist das Level aufgebaut, hat es Spaß gemacht und so ein Kram, weiß ich Ach nicht du mehr ganz genau. Aber Schande. es gibt keine Punktzahl und so. Ach Gott, jetzt renne ich da in die Manche rein. Ach so, und jedes Mal, Ja. wenn ich sterbe, ist er auch wie ein Reset, ne? Mies. Ja. Da muss ich die schöne Musik leider ein bisschen zerstören. Wie kann man diesen Bug fixen? Einfach ein Patch einfügen.
Aber ist das leicht, oder? Ja. Also hätte man erwarten können, theoretisch, wenn es jetzt Bewertungskriterium gewesen. Wo bin ich? Ja. Oh, ich bin in die... Ich bin in die rechten Pflanzen. Uff. Ja. Yeah. Okay, schauen wir mal, wie lange ich nur mit einem State pro Raum arbeite. Ah, nee. Okay, ich muss irgendwie... Ich denke zu kompliziert. Kann ich den nicht einfach von da... Ja, okay. Ganz minimal bewegen und dann muss ich ganz langsam... Oh Gott. Nur antippen, nur... Ah, wobei, ich kann ja an der einen Stelle, kann ich ein bisschen wieder nach links laufen. Da nämlich, wenn der da unten ist. Oder bei dem ersten Dreieck würde es auch gehen. Gott, oh Gott. Dann muss ich nach unten, okay. Ja, die Coin bewegt sich, glaube ich, jede 16 Pixel oder irgendwie sowas. Also nicht perfekt. Also jedes Teil. Ja. Na gut, da es fragwürdiges Design ist, darf ich mich jetzt nicht beschweren. sonst würde ich natürlich sagen, das ist so dumm. Aber das ist ja der Sinn des Levels, leider. Das wäre dann auf jeden Fall, wenn es das als Hack gäbe, wäre das auf jeden Fall was ich wahrscheinlich nicht spielen würde. Weil wenn man dann nur solche Level entgegengeworfen bekommt, oh mein Gott. Ich glaube, da korrigiere ich lieber 50 5-Klass-Schulaufgaben. Das ist auch schon fragwürdig. So. Nein, ich renne gleich da rein. Oh mein Gott, ja. Ja. Nein! Okay, so. Oh shit, jetzt schmeiße ich hier Dinge runter. Einen Moment. Ach, jetzt ist das hier alles umgefallen. So, zack. Bisschen zu fest auf den Tisch geklopft und schon haut der Taschenrechner. Oh. Wie viele Räume hat. Nee, ich will's. Nee, sag's lieber nicht. Ich will's nicht wissen. Okay. Das wär's. Kann mich eh nicht erinnern. Das ist jetzt schon eine schlechte Antwort, weil das heißt, sie sind nicht so leicht von der Zahl her zu merken. Und wenn es wenige wären, wäre es ja eigentlich leicht zu merken. Gott. Okay, ich erlaube dir, einen Safe State zu setzen in der Mitte irgendwo. Ja, das Problem ist, so leicht sind die da auch gar nicht zu setzen. Aber ja, also ich würde mir das im Übrigen auch selber erlauben, so ist es nicht. Selbst wenn was dagegen dort, hättest. Dort oben rechts soll es okay sein. Aber noch bin ich gewillt, es ohne zu schaffen. Okay. Oh, ich muss mal kurz überlegen, was will ich überhaupt tun am Ende? Nicht, dass ich das nachher falsch mache. Ich will... Siehst du meine Maus jetzt eigentlich, weil ich für dich OBS übertrage? Ja. Ah, perfekt. Ja. Das macht es ja noch besser, per OBS zu übertragen. Ich will dann hier, glaube ich, runter und dann hier den Weg aufmachen. Ja, okay. Genau. Nicht, dass ich da dann nämlich, wenn ich da unten bin und dann mache ich es hier plötzlich falsch und fahre so rum, weil das wäre schlecht. Ich glaube, dann schiebe ich den einfach runter oder keine Ahnung, was dann passiert mit dem. Also unten rum und dahin. Okay. Sheesh. Nein! War, wollte ich zu viel nach links wieder? Frage wäre halt auch, schafft man es? Weil wenn ich weiter rechts anfange, so viel gehe ich ja gar nicht nach rechts. Vielleicht habe ich dann auch mehr Platz nach links. Ich denke, man kann es auch ohne Umdrehen schaffen, wenn man wirklich nur ganz leicht antippt immer.
Aber ich renne halt immer zu weit. Jetzt bin ich wieder an der Mannschaft dran. Eieieiei. Nein. Ich glaube, das ist besser so. Wenn man testen, kann ich von hier aus dreimal nach links? 1, 2, 3. Theoretisch ja. 1, 2, 3. Okay. Ja, und jetzt hätte ich doch noch mehr als genug Möglichkeiten. Okay, wenn ich es wirklich nur ganz leicht antippe, muss ich gar nicht so viel gegensteuern. Ja. Okay, jetzt keine Scheiße machen. Keine Scheiße machen. Puh. Nice. Okay, ich hatte jetzt gedacht, es läuft anders. Ich dachte jetzt, das läuft, dass der einfach sich dreht und ich runterfalle. Okay, so geht's natürlich auch. Jetzt nur nicht in den Manschen rennen, aber dann würde ich rewinden. Wenn ich jetzt irgendwie durch den Manschen sterbe, würde ich rewinden. So. Ja, ist ganz okay. Ist okay. Okay, was kommt jetzt? Okay, der geht da rein. Das muss ich erstmal. Ich gucke mir das jetzt erstmal einfach nur an, was hier passiert. Der geht da rein. Der macht den auf. Und dann muss ich da durch. Okay, ich verstehe. Das heißt, ich muss den so lange da drin halten. Okay, I see. Das wird ja super interessant. Und zusätzlich den Bulletbill ausweichen, ja. Aber so, also so, ja, okay. So schlimm ist der Weg da drin schon mal nicht. Den kann man relativ... Ja, den kann man relativ... Ich glaube, der Raum ist leichter als der davor. Es gibt eine Möglichkeit, den Raum zu cheesen. Okay. Was ich nicht bedacht habe. Aber... Sieht man den nur nicht mehr oder ist die gerade verschwunden? Ist alles okay. Okay. Da läuft nichts falsch. Dann sieht man es nur nicht mehr. Ja. Liegt halt daran wegen der Block Generation. Ah ja, I see. Nein, ich bin nicht richtig gesprungen. Aber denn wenn die Shell und der Goomba den Turnblock treffen, dann werden die zu einem Unsichtbaren und da wird die Snake. Da generiert die Snake auch einen Unsichtbaren Block. Ja, die macht auch einen Abflug. Ich verstehe. Ah! Überleg nur gerade, weil du sagtest, man kann es schießen, was man da groß. Also, ich müsste ja trotzdem durch die Tür am Ende kommen. Ja. Also ich muss da irgendwas Festes unter die Tür machen. Ich wüsste nicht, wie ich das schießen kann. Aber gut, kannst du nachher erzählen, wenn ich es geschafft habe. Was jetzt nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Ja. Easy. So. Okay, wie kann man schießen? Ich gehe nochmal kurz zurück in den Raum. Also, sobald du in den Raum reinspawnst, musst du direkt unter dem Cooper stehen. Okay. Versuch's mal. Okay, Moment. Nicht ganz. So in der Mitte, genau dort musst du stehen, sobald du reinspawnst, ja. Ach so. Ja. Ja, okay. Dass man das Warten sozusagen. Okay, ja, ich sehe, dass man das Warten. Ja. Okay, verstanden. Mhm. Gut. Hier genauso mit den Teil Generations. Der Raum ist aber nicht so schwer. Ich habe gerade gar nicht gesehen, warum ich gestorben bin, bin ich runtergelaufen. Ich muss ja nur sinnvoll da durchkommen. Ich muss das ja gar nicht ausfüllen. Heißt, ich kann ja hier durch. Und dann da. Nee.
Ach lol, was? Das geht? Ja. Das geht einfach, okay. Ich darf einfach oben komplett durch. Das heißt, es war gar nicht bewusst auf schwer gemacht, okay. Aber die Pipes können auch unsichtbare Teils generieren, also musst du das bei der Tür auch gut timen. Aber ja, das ist ja schon geschafft. Okay, I see. Next one. Ach so, jetzt sind das keine, jetzt sind das wirklich keine Blöcke mehr, sondern ich muss jetzt alle 5 Münzen zu Yoshi. Ach so! Ja, I see, ich sehe, ich sehe. Jetzt habe ich den Weg gesehen, den ich gehen soll. Das habe ich aber so, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist eigentlich auch ganz lustig, mehrere auf einmal zu steuern. Wie so eine nicht Block. Vergessen, das Save Staten, übrigens. Ja. Das war jetzt sogar cool. Also, das hätte ich jetzt gar nicht mal als fragwürdig bezeichnet. Das war doch sogar ganz nice. Thema-Verfehlung, das war ein guter Raum. Den fand ich schön. So. So. Okay, geht das weiter hoch? Nein, okay, es ist nur dieser Raum. Was will ich am Ende denn erreichen? Was ist das? Ach, ich will, dass diese... Ja, genau, das will ich. Noms. Also ich will das hier alles wegmachen, irgendwie, dass der da nicht hängen bleibt. Dann will ich den zusätzlich steuern darunter. Mhm. Und wenn die Münze das Ding da unten berührt, scheint es für mich einen Warp zu geben oder so. Okay. Nein, jetzt isst er die Münze wieder mit. Tötet mich das, wenn ich das von der... Okay, das darf ich auch nicht an der Seite berühren. Ach, hör doch auf, die Münze zu essen, Yoshi. Nein! No, bin zu langsam. Okay, warte, wir starten das nochmal neu. Hier ist was, das es dich erleichtern kann. Dass es dir erleichtern kann. Wenn du nach oben drückst, dann duckt sich Yoshi nicht beim Essen. Ja, das nutze ich schon. Okay. Das versuche ich schon beim Hochspringen so ein bisschen. Hier vor allem. Ja! Oh. Jetzt muss ich den noch rübersteuern. Oh, joi. Die rüberzusteuern, während ich versuche, hier runterzuspringen, wird auch sehr interessant. Nein! Ja, nein! Ah, ich bin nur zu langsam. Okay. Nein! Die ersten zwei gehen noch ganz gut und dann... Ja, und dann muss ich den unteren Teil... Die und... Nein, jetzt bin ich zu bald gedreht. Okay. Es wird. Wo ist die richtige Taste hier? Nein, zu bald. Okay. Aber wir nähern uns der Sache. Okay. Aber es ist Fortschritt. Progress. So, während die jetzt darüber fährt. Ärgerliche Momente. Aber so könnte es funktionieren. Wenn ich dann nämlich hier unten bin, muss ich ja nur noch hier einmal essen und den Rest kann ich dann steuern, weil hier habe ich genug Bewegungsfreiraum. Yep. Okay. Wir kriegen das hin.
Ah, okay. Aber ich habe ja, ja. Hab ja Zeit. Das ist gut, dass du hast ja kein Zeitlimit eingebaut. Hm. Wohin denn? Muss aber sagen, bis auf den, ich glaube, der dritte Raum war das mit der Schlangenschlange oben. Finde ich eigentlich die Räume ganz cool. So. Es könnte halt auch ein ganz normales, gutes, also wenn es jetzt noch ein bisschen anders vielleicht designt wäre oder so, weil es soll ja tatsächlich bewusst fragwürdig sein. Aber könnte an sich ein nettes Kaizo-Level sein, oder nicht? Oh! Ja. Ich darf mit der nicht zu viel rumwurschteln. Ah, das ist schlecht. Ah, das ist schlecht. Okay, ich muss... Oh, verfluchter Mist. Ist die genau gepunktet? Ja, die hat ein Zeitlimit. Nee, das meine ich nicht. Aber, also, ist die genau, sodass sie genau die Länge hat bis darunter? Oder kann... Nee. Also ich darf mit ihr einen Umweg gehen, aber ich sollte ihn nicht zu groß machen. Ja, nicht zu lange, ja. Okay, naja, weil in Ferry zum Beispiel war ja so gut wie jede Coins nicht genauso lang, wie sie sein musste. So. Ach. Da, die haben es ja immer exakt, also wirklich exakt gemacht, deswegen fahre ich nach. Okay. Was halt jetzt auch in einem Kaizo, sag ich mal, relativ normal wäre, dass man die genauso macht, dass man wirklich genau die volle Länge braucht und keinen anderen Weg nutzen darf. Als die Coins nicht so verfügbar. Oh Gott. Da muss ich trotzdem jetzt mir was überlegen, dass ich da schneller rübergehe. Weil ich muss ja... Oder... Schaffe ich das zeitlich? Geht ja nicht. Ach, weil ich mich dann drehe. Dann ist die weg. Stimmt. Okay. Dann muss ich halt... Ja, ja! Ah, oh. Komm schon, nicht versauen. Yes! Nice. Cool. Sehr schön. So, okay. Was geht hier ab? Okay, die Coinsnack... Die Coinsnack. Die Coin darf einfach nicht gegessen werden. Das ist... Ja, okay. Der Weg sieht nicht so schlimm aus. Hier unten habe ich auch ein... Ist das icy? Ja, das ist rutschig, habe ich mir gedacht. Okay, aber dann kann ich sogar besser korrigieren. Schauen wir mal. Oh, jetzt ist Yoshi wieder weg. Darf der weg sein oder brauche ich den noch? Den brauchst du nicht mehr. Okay. Der war einfach da. Dann will ich trotzdem ihn behalten. Weil er so schön aussieht. Okay. Da geht's los. Da ist sie weg. Okay, soweit passt es. Da gehen wir ganz. Ach so, jetzt darf die wieder nicht zu lang werden. Close. Ja. Okay, nein, ich muss oben rum. Ich muss oben. Alles gut. Alles gut. Dann gehen wir jetzt so rum. Nein, da war es auch noch in Ordnung, oben zu bleiben. Okay, also da muss ich nur nachher runter. Na gut, dann sollten wir den Weg doch jetzt haben. Mal gucken, ob der Weg auch reicht. LOL! Ja. Das hat gepasst, ja. Nice. Es geht. Ach, jetzt kann ich Yoshi nicht mehr mitnehmen, weil ich mich groß gemacht habe. Kannst du ihn eh nicht mitnehmen durch Türen, glaube ich. Ja, wenn ich klein bin, schon. Okay. Ich behalte ihn jetzt, solange ich kann. Ich will gucken, ob ich damit irgendwas kaputt machen kann nachher. Okay, das ist auch interessant. Jo, das ist doch eigentlich eine total kreative Idee, wie man die Coinsnacks nutzen kann. Das ist ja, jetzt musst du ihn abgeben, denn Yoshi, denn wie du hier siehst, manchmal spawnt die Coin hier nicht.
Ah, okay, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nicht mit Yoshi, aber ja. I see. Weil, ja, weil die anderen auch so. Okay, 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 ja, I see. Okay, der darf nicht so hoch. Aber wenn ich den einfach nach unten steuere, müsste es ja auch passen. Also jetzt ist sie weg. Ah, okay, okay. Das heißt, ich will sie so ein bisschen in diesem... Nein, nicht so. Ich will sie so ein bisschen in diesem Kasten hier bewegen. Huch. Erstmal runter, 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 dann hoch und dann wieder zurück. Ja, das hätte sogar gepasst, glaube ich. Nicht hoch, runter. Trottel. Ja, und jetzt... Nein! Und jetzt hoch. Ah, sie ist noch... Okay, schade. Er muss viel früher hoch, ja. Ach so, das fährt ja... Ja, natürlich, das fährt ja weiter hoch. Ja. Und wenn der Layer die Münze von unten berührt, kannst du sie nicht mehr gut steuern. Mhm. Also gar nicht fast. Ja, ich merk's. Wenn die einmal festsitzt, ist die tot für mich. Ich kann ja so hoch. Ah. Okay. Ah, Fortschritt. Oh, ja. Ja. Yes. Ah, hoch. Oh, yes. Nice. Okay, was will ich hier tun? Was passiert, wenn ich da drauf komme? Okay. Ja, ich glaube, so grob verstehe ich, was ich tue. Ups. Dann wird, wenn ich jetzt, also wenn ich das auslöse, fährt das Ding los und frisst den Boden weg. Oder so. Und jetzt kann ich da hoch. Nice. Darf ich nur nicht töten, nur nicht töten, genau. Nur nicht sterben. Und die Tür, nein, nein, nein. Und die Tür erwischen. So. Ja, Türen in diesem Spiel sind dumm. Okay. Next one. okay, ich glaube, ich habe die Coin nicht gesehen. Wo startet die denn? Ach, da unten. Okay. Machen diese Dinger... Ah, die... Oha. Zählt das wirklich alles noch als fragwürdig vom Level-Design her? Ich finde das voll gut. Wenn du die Platzierung kennst, dann... Ja, die will ich dann am Ende sagen. Die ja, Platzierung. Ja, ja. Also... Ah, dann war es sozusagen trotzdem schon erlaubt, auch gute Level in Anführungszeichen zu bauen. Ich finde das okay. Ja. Ich finde das voll in Ordnung. Es gibt da sehr viele kreative Level beim QLDC. Okay. Weil, also als wir halt den dritten Raum gespielt haben, dachte ich so, oh mein Gott, das wird nur eine Qual und jetzt kommen hier lauter so coole Sachen. Oh, kann ich das breaken? So wie vorhin? Dem Yoshi? Dem ersten? Das weiß ich nicht. Ah, nee, der guckt in die falsche Richtung. Der guckt in die falsche Richtung und ich glaube auch, der ist nicht, der springt ja nicht auf Höhe von dem Orb. Nee, kann ich nicht. Wäre lustig gewesen. Also für dich nicht, aber... Das Gemeinste war halt tatsächlich in diesem dritten Raum, dass du mich da eingesperrt hast zwischen zwei Manschern. So, hier darf ich mich ja so bewegen, wie ich möchte und es geht wirklich nur noch um Steuern. Und das ist dann halt, das ist dann okay, das ist cool. Aber diese Begrenzung, dass man nur ganz leicht antippen darf, das ist stressig. Ja. Gut, dass du das nicht überall gemacht hast. Es ist ja auch ein fragwürdiger Schwierigkeits-
Kurve. Ja. Eine fragwürdige Schwierigkeitskurve. Stimmt, es fängt schwer an und wird immer schöner. Ja. So. Ach, Mist. Kann ich da eigentlich... Ich starte nochmal neu. Kann ich da direkt nach rechts? Nein, okay, das passt schon so. Was sie noch nicht... Ah, doch, ich hab's verstanden. Okay, ich hab verstanden, wie es weitergeht da unten bei den Yoshis. Die eine Plattform geht dann wieder weg über dem Orb und dann kann ich... Also, oder über dem Orb-Ding und dann kann ich da hin. Okay, nein, unten bleiben ist schlecht. So, nachdem ich jetzt das alles hier aber auch schon 3 Millionen Mal gemacht habe, setze ich mal in State, wenn ich zu den Yoshis komme. Der Anfang ist jetzt ja nicht schwierig. Ach. So. Das erlaube ich dir. Nein, ich will unten lang. Ja, genau, das ist der Weg. Und ich komme durch, jawohl. Sehr schön. Cool. Oh, das sieht nach einem Bossfight aus. Okay, die tut mir selber nicht weh. Ich muss einfach nur aufpassen, dass der die Münzen nicht essen. Oh, das wird interessant. Okay, let's go. Ja, tschüss, Münze. Da wird mich doch direkt wieder was interessieren. Ja. Nein, nicht so. Wieder mal ein bisschen was. Ich will mal kurz was rumprobieren. Wie müsste ich, wie, oh, aber ob man das Timing schaffen kann, dass man in die Münze geworfen, also in das Ding geworfen wird, weiß ich nicht, ob das hinhaut. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, wenn er jetzt, die Zeit nehme ich mir jetzt, das auszuprobieren. Ja, so nicht. Nein! Schade, na gut. Okay. Wäre lustig gewesen. Gott. Nein, okay, also ich muss da irgendwie anders... Machen wir erstmal hier ein bisschen hoch und runter und dann vielleicht... Jetzt kommt der an, okay. Aber den ersten habe ich schon mal weg dadurch. Nein. Der erwischt mich oben oder unten. Ja, okay. Sollte da nicht so lange hängen bleiben. Ja, ich darf aber auch nicht zu schnell hin. Ja, das sah schon ein bisschen besser aus. Aber ich darf halt auch... Klar, die Snake ist ja auch begrenzt, also da muss ich auch aufpassen. Ja. Ah! Ich glaube, es würde sogar reichen, wenn ich nur einmal jetzt nach unten... Nein, nicht da, sondern danach einmal nach unten gehe. Einfach so als Zusatz... Nein! Ab dem dritten gehe ich nach unten. Jetzt. Ja, genau, genau. Okay, perfekt. Ja. Ja, hier gibt es auch so einen kleinen Pfad, den du ablaufen solltest und dann funktioniert alles. Ja. Okay, da muss ich ein bisschen anders noch hantieren. Yes. Und jetzt muss ich ja nur noch einzelnen aus... Jetzt muss ich ja nur noch einzelnen ausweichen. Das Gute ist, es dürfte immer alles exakt gleich sein. Ja, okay, sehr schön. Das macht es deutlich angenehmer. Muss ich nur noch dem Kollegen ausweichen?
Okay. Er wird am Ende nochmal gefährlich. Aber gar kein Thema, jetzt kenne ich ja den Weg. So. Nice. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist auch lustig. Dann fahren wir hier halt 2-0 Karussell. Sehr schön. Und hier auch nochmal. Jo! Hat auch funktioniert. First try. Easy. Nice. Okay, jetzt haben wir unseren Bossraum. Jetzt hast du deinen Bossfight. Hast du jemals einen Boo-Bossfight oder generell einen Bossfight mit einer Coinsnake gesehen? Nein. Ich glaube nicht. Aber das Lustige ist, ich glaube, ich muss gar nichts machen. Stimmt nicht. Ach nee, okay, der erste Treffer ging so, aber jetzt müssten die Blöcke weg. Ja. Ah, ich verstehe. Okay. Nach jedem Treffer wird sind die Blöcke zurückgesetzt. I see. Oh boy. Oh boy. Bin jetzt echt gespannt, ob ich den ohne Stage schaffe. Das könnte nämlich schon interessant werden. Geh weg. Nein! Oh Gott. Ja, ihr habt noch nie so einen epischen Custom-Boss gesehen. Ah, die Idee ist aber schon echt lustig. Nein, ich... Schlecht. Von mir aus kannst du nach jedem Treffer ein State machen. Noch nicht, aber später. Okay. Erst probieren wir das vernünftig. Weil auch hier ist es ja eigentlich schon so, dass der Weg immer identisch sein dürfte. Es verändert sich ja eigentlich nicht. Ich bin so schlecht. Es verändert sich ja eigentlich nichts. Das heißt, was das erste Mal funktioniert, muss auch das zweite Mal funktionieren. Und umgekehrt sollte ich halt nicht das machen. Ja, sehr schön. Jetzt komme ich wieder hoch. Immer. Nein! Ah, schade. Okay. Also erstmal oben rum. So, dann gehe ich hoch. Zack. Jetzt kann ich mir den Schalter hier holen. Zack. Dann gehen wir auf der Seite runter, fahren auf der Seite vor. Nee, tun wir nicht. Schade. So. Nein! Schade. Aber warte, kann ich nicht sogar gleich den ersten Treffer setzen? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Ah, ich glaube, so schnell kann ich nicht. Nee, okay, egal. Dann nicht. Ach so, aber wer sagt denn eigentlich, dass ich da ganz rechts anfangen muss? Hat der hier links auch was Hübsches? Oh. Oder die Mitte. Dass der da oben mir gefährlich werden kann, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil der ja eigentlich mein Freund ist. Ups. In dieser Welt ist niemand dein Freund. Ja, er hilft mir nur. Leider bewirft er mich auch gleichzeitig. So, jetzt kann ich nämlich den aber gleich mitnehmen. Sehr schön. Jetzt
fürs das hier ganz gut. Okay, aber ich glaube, die Taktik ist besser, mit der Mitte anzufangen. Das erscheint mir sinnvoller. Dann kriegen wir den Treffer hier rein. So. Und dann fährt er hier wieder hoch und ich kann den gleich mitnehmen. Sehr schön. Okay. Nein, das kriegen wir ohne Stats und das ziehe ich jetzt durch. Das ist egal. Wer das nicht sehen will, kann vorspulen. Und du musst dein eigenes Level hier jetzt in voller Gänze ertragen. Mist! Okay. Schön. Nein, da war ich zu hoch. Nur nach hinten. Ich würde es daten, wenn es jetzt hier in Kombination noch wäre, so, keine Ahnung, ich habe wieder drei Mannschaften links und rechts von mir. So. Das wäre halt. Ja. Das wäre halt. Das wäre dann aber halt auch Kaizo. So, hier, das ist ja noch im Rahmen. Oh, jetzt habe ich wieder mit der Seite angefangen. Mist, jetzt ist alles durcheinander. Ja. Ich sollte mich schon auf eine Taktik einigen. Mit mir selbst. Ja. So. Nein, da war die Wand. Hast du allgemein schon mal eine Coinsnick auf die Art und Weise in irgendwelchen Leveln verwendet gesehen? Also, weil das ist tatsächlich für mich jetzt auch was, wo ich sage, das habe ich nicht in dieser Variante gesehen bisher. Ist eigentlich echt interessant. So kann man wieder eine ganz andere Art von Minispielen aus Mario Hex machen. Ach, Mist. Also, ich glaube tatsächlich nicht in dieser Weise. Weil damit kannst du wirklich, also man könnte jetzt ja diesen Block noch ganz anders bewegen lassen, damit könnte man schon einige interessante Sachen machen. Mhm. Deswegen wundert es mich, dass das wirklich fragwürdig, also ich finde es kreativ, aber ist ja gut, wenn es für die als fragwürdig gezählt hat, ist schön. Weil fragwürdig wahrscheinlich auch im Sinne von ungewöhnlich. Es ist ja, es hat ja mit einem Mario Hex so nicht mehr viel zu tun. Ja. Also insofern ist es definitiv fragwürdig, aber nicht schlecht. Ich glaube, ich sollte fragwürdig nicht mit schlecht gleichsetzen. Jetzt hast du schon bei den VLDC 11 Bewertungen gewonnen und jetzt wunderst du dich auch bei den bei diesen Contest. Ja, nee, also hier würde ich ja, wüsste ich jetzt erst recht nicht, was so wirklich echte Bewertungskriterien sind. Deswegen. Wenn ich nur nach dem Wortlaut fragwürdig gehe, das kann man wieder ganz verschieden auslegen. Kann ich ja kurz nachschauen, die Kriterien und so. Oh ja. Ich komme nicht mehr da hoch, ne? Muss übrigens nach dem dritten Block gar nichts mehr machen. Ja, das ist klar, weil dann frisst der. Also dann wird der ja getroffen und das war's dann. Das ist klar. Ja. Also. Ich denke nicht mehr nach. Ich habe es doch sonst auch mal bis zum zweiten geschafft. Was ist denn das hier jetzt? Jetzt mal wieder konzentriert hier. Oh. Ich kann dir ja später die den Thread schicken. Ja. Kannst du ja im Video vorlesen oder so.
Jetzt sollten wir mal wieder im Rahmen sein hier. Na, scheiße, jetzt habe ich es wieder versaut. Versteht ihr? Im Rahmen. Das auch. Ja. Es gab vor QLDC den BLDC. Ja. Was nicht der Bass Drum Level Design Contest ist, sondern der Bad Level Design Contest. Ah. Du musstest wirklich eine scheiß Level einsehen. Das ist ja dann noch schlimmer. Die armen Judges, die das spielen müssen. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder meine Strategie rausgefunden, was ich machen muss. Ich muss erst hier nach links, ja, und jetzt hier runter. Dann hier eine kleine Ehrenrunde, super. Nein, ich wollte erst rum. Na, vielleicht geht's trotzdem noch. Ja, doch, es geht noch. Jetzt, nein! Aber doch, ich hab wieder meine Strategie gefunden. Muss sie nur umsetzen. So, dann können wir ja hier noch gleich eine Runde extra drehen. Und jetzt können wir hier rüber. Jawoll. Und jetzt rüber. Ja, perfekt. Und jetzt nehme ich den mit. Perfekt. Und jetzt brauche ich wieder eine neue Strategie. Schade. Okay, aber soweit funktioniert's. Soweit funktioniert das hervorragend. Jawohl. Nein! Was habe ich falsch gemacht, dass es nicht geklappt hat? Und nicht nach oben. So. Hier die Ehrenrunde. Und rüber. Jetzt passt alles. Zack und runter. Jetzt wird es doch ausreichen, sich hier drüben aufzuhalten. Das muss doch jetzt eigentlich funktionieren. Scheiße. Damn. Hat nicht funktioniert, aber fast. Wir kommen dem Sieg näher. So. Und rüber. Und hoch. Nein, lass mich in Ruhe. Ärgerliche Momente. Bald hast du es ja. Ja. Ich kann ja erstmal hier drüben bleiben. Ich muss ja nicht gleich darüber. So. Ah, shit. Okay, wir bleiben ganz links. So, jetzt meine Ehrenrunde. Und rüber. Prima. Jetzt bleiben wir erstmal ganz links. Und jetzt fahren wir langsam. Okay, ich gehe ganz runter. Doch, passt. Alles gut. Ja. Ja. Ah, da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Der Buhl dient hier fast als ein Schutzschild. Ja. Um dem jetzt wieder oben. So, runter. Fahren wir mal ganz runter. Ja, nein, okay. Oh. Bis ganz rüber, dann klappt's. Dann sollte ich safe sein. So, jetzt die Extra-Runde. Jawohl, rüber. Den Kollegen hier mitnehmen. Dann hier drüben ganz runter. Und jetzt ganz nach da.
Jawohl. Oh, jetzt kann ich da drüben einen Block mitnehmen. Sehr schön. We got it. Okay. Jetzt abwarten. Jetzt nur noch auf sein Ende warten, genau. Klopp. Zack. Nice. Sehr schön. Cool. Ja, welcher Platz bist du geworden? Zweiter. Nice. Wie viele haben mitgemacht? So. Okay. Aber sehr, sehr schön. So bis um die 50 haben wir irgendwie mitgemacht. Crazy. Ja gut, also dann hat das definitiv als fragwürdiges Level-Design gezählt. Aber hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Anfangs dachte ich wirklich, bei diesem einen Raum dachte ich so, oh mein Gott. Aber das war ja gleich am Anfang. Und danach wurde es nur noch besser. Also im Prinzip hast du durch diesen einen ganz schlimmen Raum, der keinen Spaß gemacht hat, hast du dafür gesorgt, dass der Rest dann umso spaßiger gewirkt hat. Was gut war. Mhm. Okay. Ja, den gibt's als, ja klar, denn du hast mir einen Download-Link gegeben, den kann ich praktisch in die Beschreibung packen und dann kann man sich den selber runterladen, ne? Ja. Perfekt. Okay. Ich habe dir noch den Thread geschickt zum QLD, falls du dich interessierst. Ah ja, okay. Okay. I see. Judging and prizes. Ja, ich habe die. Den Thread packe ich dann auch in die Beschreibung, kann das jeder lesen, der das möchte. Ja. Okay, alles klar. Dann schließen wir hier den Part ab. Haben wir es ja doch in einem Part geschafft. Und. Also ja, wir haben ja noch was anderes zum Spielen, das ist ja dann ein extra Part. Alles gut. Genau. Sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.